Ja, Artischocken kann man natürlich selber perfekt zubereiten. Wie gesagt, die sind wahnsinnig gesund. So, was macht man da? Man schneidet hinten ein Stück von dem Stiel ab, lässt nur so einen kleinen Stiel dran und dann zupft man hier mit den Händen die äußeren Blätter ab. Wichtig ist immer nachher, die Hände zu waschen, weil es ist wirklich alles bitter. Auch das ganze Arbeitsgerät muss man schön sauber machen. So, dann schneidet man hier vorne so ungefähr, ja, für die Hälfte ab. Dann schält man hinten den Stiel ein bisschen. So, bevor ich die jetzt durchschneide, tue ich schon mal Olivenöl erhitzen. So, und jetzt schneide ich die einfach hier so durch. So. Und das sieht man hier, das ist eine ganz junge Artischocke, weil die hat hier nur ganz wenige von diesen Haaren, die kann man da mitessen. Und den Stiel hier, das Stück, kann man auch mitessen. Aber natürlich nicht roh, obwohl man könnte auch aus den Artischocken einen rohen Salat machen. Aber wir braten die jetzt in Olivenöl mit der Schnittfläche nach unten. Wenn man sie vorbereitet, am besten ein bisschen mit Zitronen- oder Limonensaft beträufeln, weil ansonsten die Artischocken braun werden. So. Und jetzt lässt man die einfach so schön braten. Und jetzt schneide ich gleich noch die Schalotte und Knoblauch. So, jetzt schauen wir mal kurz, wie weit die sind. Ja, ihr seht, die sind schon schön braun geworden. Also die garen jetzt hier quasi im Olivenöl. Jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Olivenöl drauf. Ah. Dazu dann ein schönes Bauernbrot geröstet. Das ist einfach ein Traum. Wir streuen jetzt hier oben drüber die Schalotten. Dann machen wir noch Knoblauch rein. Braten wir auch schön mit. So, dann Salz, Pfeffer, so, und jetzt noch zum Schluss ein bisschen Kräuter rein, Thymian. Und dann ausschalten. Und ich kann euch sagen, das ist richtig gesundes, gutes Essen.